Was ist denn da hinten? Wildschwein. Wildschwein. Ein Wildschwein mitten in der Berliner Innenstadt. Sind die wilden Tiere eine Bedrohung für uns Menschen? Rund 3,4 Millionen Menschen leben in der deutschen Hauptstadt. Aktuell gibt es so viele Wildtiere wie noch nie zuvor in Berlin. Es sind so um die 13.000. Viele Menschen freuen sich darüber, aber manche ärgern sich auch total oder finden es unheimlich, dass so viele Wildtiere in die Stadt kommen. Ja, es werden mehr. Schön ist das nicht. Wenn es den Wildtieren gut geht, finde ich das okay. Das stört doch keinen. Es gibt viel Nahrung, viele Abfälle und weniger natürliche Feinde. Die Großstadt hat richtig viel zu bieten. Ja, man kann zum Beispiel auch umsonst im Bus mitfahren. Doch was ist der Grund dafür, dass so viele Tiere ihren natürlichen Lebensraum verlassen? Und wie soll man reagieren, wenn man mitten in der Stadt einem Wildschwein begegnet? Das fragen wir jetzt mal Wildtierexperte Dirk Ehlert. Wir wollen unbedingt von dir wissen, warum gibt es denn so viele wilde Tiere in Berlin? Also Berlin ist eine Riesenstadt, fast 900 Quadratkilometer groß. Und über 40% dieser Stadt sind Grünflächen, Ackerflächen, Brachflächen, Wasserflächen, Sumpfflächen, Waldflächen. Und da leben diese Tiere, aber nicht nur da, auch in der Stadt. Solche Übergänge zwischen Wald, Parkanlagen und Siedlungsbereich, das mögen die Tiere und gerade Wildschweine. Was ist denn da hinten? Wildschwein. Wildschwein. Ja, kommt. Sehr schön. Sehr schön. Das ist doch gut. Ich würde jetzt niemals auf den zulaufen. Das ist ein typisches Beispiel, was in Berlin passieren kann. Und ihr seht, der ist ziemlich vertraut. Der hat doch keinen Bock, uns zu fressen. Der hat keinen Bock, uns anzugreifen. Wildschweine greifen keine Menschen an. Es sei denn, wir würden jetzt da rangehen und die Tiere und die anfassen wollen oder ärgern wollen. Die greifen auch keine Kinder an. Aber man muss Respekt haben. Werden die denn gejagt hier in der Stadt? Ja, die werden gejagt. Aber meistens nur die Tiere, die dann handzahm geworden sind. Also die absolute Distanz zu Menschen verloren haben. Und ehrlich gesagt stört uns das total, weil nicht die Tiere können dafür, sondern wir Menschen. Wir Menschen machen die erst handzahm durch das Füttern. Und wenn sie handzahm sind, dann müssen wir die teilweise aus Sicherheitsgründen wegnehmen, weil die halt 100 Kilo wiegen und jederzeit eben auch um sich greifen könnten, weil es Wildtiere sind. Und da haben die Menschen Angst vor. Also beseitigt man nicht die Quelle, sondern das, was dann beißt, nämlich das Wildschwein. Und das wird teilweise 100, 150-fach im Jahr gemacht. Also wie sollten wir uns Menschen verhalten? Nicht mehr füttern? Nicht mehr füttern. Generell nicht füttern. Ist sogar in Berlin gibt es sogar ein Fütterungsverbot. Die Menschen machen es trotzdem. Den Tieren noch eine Ausweichmöglichkeit geben, nicht in die Enge treiben, nicht anfassen. Klingt jetzt komisch, auch viele Leute finden die halt niedlich. Viele Leute wollen auch kleine Frischlinge anfassen und einfach leben lassen. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr Angst, wenn ihr einem Wildtier in eurer Stadt begegnet? Oder möchtet ihr vielleicht sogar, dass die Wildtiere aus den Städten vertrieben werden? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da.